Hallo und herzlich willkommen bei Anteil der Seele Livestream. Wir sind hier gerade in Evrensecki und wir schauen uns heute hier das Similia Beach Resort Hotel an. Das ist ein 5-Sterne-Hotel hier direkt am Strand, das 2011 eröffnet wurde mit insgesamt 300 Zimmer mit einer Maximalkapazität von 700 Personen. Wir schauen uns das gesamte Hotel an, von der Rezeption, von der Lobby und ein, zwei Zimmer oder auch den Poolbereich, Strandbereich schauen wir uns heute mal das gesamte Hotel an. Ich kann einmal die Kamera drehen und da sieht man schon das Hotel von hier außen. Das hat auch insgesamt 4 Blöcke soll das haben. Das Similia Beach Resort Hotel in Evrensecki, was auch hier ganz zentral liegt. Das ist hier der Haupteingang vom Similia Beach Resort Hotel. Und dann gehen wir mal in das Hotel rein und mal schauen, was uns hier erwartet. In einer der Top-Hotels in Evrensecki. Der Eingang sieht schon mal sehr nett aus. Hier auch allein die Beschriftung. Natürlich auch am Abend eine tolle Belichtung, um auch hier tolle Fotos zu machen. Auch auf der anderen Seite. Und wir werden auch schon erwartet vom Frontmanager, der Herr Navjivan. Hallo Herr Navjivan. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns heute das Hotel vorzustellen, das Similia Beach Resort. Machen wir gerne. Wir schauen uns mal hier erstmal um. Hier vorne hast du die Gastrulation sicherlich, richtig? Richtig. Hier ist der Gastrulation-Bereich. Und das ist hier die Rezeption. Das ist dein Bereich. Das ist mein Bereich, richtig. Bei dir kann man einchecken, auschecken. Richtig, mein Jungs, mein Mädchen. Und wenn man irgendwelche Sorgen hat, kann man sich immer nicht melden, richtig? Gerne, gerne. Die sprechen alle Deutsch. Die sprechen alle Deutsch, das ist Englisch. Richtig, ne? Deutsch und Englisch sprechen wir alle. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Danke, ganz, ganz herzlichen Dank. Und macht euch die Arbeit Spaß? Ja. Ihr seht auch glücklich aus. Super. Hier mal die Rezeption von Similia Beach in Evrensecki. Hier sehen wir mal die Lobby, richtig? Richtig. Wir können mal hier lang gehen. Mal schauen. Was hier einen erwartet. Hier ist auch einmal Restoration. Und das ist hier die Lobbybar bei das dir. Ist, das ist die Lobbybar. Herr Nevjuan. 24 Stunden eröffnet. Das hört sich ja gut an, 24 ja. Stunden. Die Lobbybar im Similia Beach Resort hat hier 24 Stunden auf. Das hört sich ja nett an. Wer also hier was trinken will in der Lobbybar, die hat 24 Stunden auf. Hier im Similia Beach Hotel in Evrensecki. Und eine tolle Terrasse hast du auch hier? Das haben wir auch. Dann schauen wir uns mal die tolle Terrasse von dir an. Mit Meerblick. Auch mit Meerblick. Ja. Dann gehen wir mal hier raus auf die tolle Terrasse. Was uns hier der Herr Navjivan zu bieten hat. Dein Hotel hat 4 Blöcke. Richtig, 4 Blöcken.
Insgesamt 300 Zimmer haben wir. Ja. Mit 700 Personen in Hochsaison. Das hört sich ja an. 700 Personen. Also ein großes Hotel hast du hier. Richtig. Die Terrasse ist sehr ansprechend, das sieht man hier. Und es ist mit dem Beach Hotel. Man darf auch nicht vergessen, wir haben heute den 1. März. Wir sind ja normal noch in der Wintersaison, richtig? Mhm, richtig. Ab wann geht es denn hier richtig los? Ab nächsten Monat geht es los. Ab April. Richtig. Und dann schauen wir uns das Hotel natürlich nochmal an. Wir haben ein ganzes Jahr auf. Mhm. Und das ist hier der Blick. Auf dem Pool und da gehen wir auch gleich nochmal runter. Das Hotel ist ja direkt auf der Promenade oder an der Promenade. Also dadurch auch logischerweise direkt am Strand. Und hier sieht man auch die Zimmer vom Hotel. Und der Herr Naujuan, der Frontmanager, zeigt uns gleich noch tolle Zimmer. Das machen wir. Vom Hotel. Was hier einen erwartet. Wenn man hier ins Similia Beach Resort Hotel kommen sollte. In Evrensich. Und ihr habt das Ganze hier auf. Ganzes Jahr haben wir. Ganzes Jahr, ne? Ja. Also man kann euch 12 Monate buchen. Rund um die Uhr buchen. Rund um die Uhr. Ja. Das hört sich ja gut an. Also das Similia Beach Hotel kann man 365 Tage im Jahr besuchen. Und jetzt zeigst du uns dein tolles Zimmer. Jetzt gehen wir ins Zimmer. Okay. Dann schauen wir mal, was uns der Frontmanager vom Hotel, der Herr Naujuan, für ein tolles Zimmer zeigt. Im Similia Beach Resort und Spa Hotel in Evrensiki. Hier sind wir wieder in der Lobby. Das ist hier die Lobby. Und dann gehen wir mal in Richtung Zimmer. Und hier auch Aussicht. Du sprichst auch gutes Deutsch. Warst du schon mal in Deutschland? Ich war 6 Jahre lang in Deutschland. 6 Jahre in Deutschland, richtig. Ja? Das ist ja schön. Jetzt hier wieder in der Türkei. Ja. Man sieht auch, dass alles ganz ordentlich ist in dem Hotel. Und das ist ein Familienzimmer, was wir uns jetzt anschauen. Das ist ein Familienzimmer. Ja? Also bis zu wie viel Personen? Bis zu 4 Personen. Bis zu 4 Personen. Richtig. Das ist ja schön. Hier hat man ein Bad. Ein Bad. Auch schön groß, jawohl. Wenn man da jetzt reinschaut. Das Bad ist also ganz schön eigentlich ausreichend groß. Ordentlich gut vorbereitet für die Gäste, die jetzt hier ins Similia Hotel kommen sollten. Das war mal das Bad. Und hier hat man
Einmal Doppelbett. Auch einen großen Balkon hat man hier. Hier einmal ein Balkon. Hat aber noch einen Balkon hier, ne? Wir haben hier auch einen Balkon. Das Zimmer hat zwei Balkons hier. Das Familienzimmer in Similia Beach. Resort und Spa in Abrinsecchi. Man hat hier auch einen direkten Blick auf den Hafen, auf den Pool, eigentlich auf die ganze Anlage hier. Dort ist die Bar. Die Similia Arena ist auch zu sehen, die Rutschen. Also tolles Zimmer, toller Blick. Pool. Hier haben wir auch einen kleinen Balkon. Hier ist sogar noch ein Balkon, das ist ja schön. Wir haben sogar noch einen besseren Ausblick. Und du hast hier auch einen Fernseher in dem Zimmer, natürlich auch logischerweise Klimaanlage. Richtig. Hier haben wir Minibar. Das ist nochmal eine Minibar. Ja. Das ist auch toll aufgefüllt, ist ja alles drin. Richtig. Für die Nacht oder für den Tag. Wird auch jeden Tag aufgefüllt. Und das wird jeden Tag aufgefüllt, ne? Richtig. Und hier hat man dann noch das Doppelzimmer. Hier hat man auch noch mal einen extra Fernseher. Richtig. Und noch mal Minibar. Nochmal Minibar haben wir. Oh. Und hier noch mal das gleiche wie im Zimmer nebenan. Auch natürlich aufgefüllt. Toller großer Spiegel. Hier haben wir auch ein Fenster. Hier hat man ein Fenster. Auch mit einem schönen Blick. Meerblick. Was uns hier der Herr Nebjivan zu bieten hat. Im Similia Beach Resort. Ein Tresor hast du auch da? Richtig. Ist der gegen Gebühr? Muss man dafür was bezahlen? Auf dem 1.4. ist es nicht mehr gegen Gebühr. Ist kostenlos, ist inklusiv. Richtig. Und wie schaut es aus mit Internet? Ist auch Internet, inklusiv, ne? Auch inklusiv. Man gibt sich halt Zimmernummer und Geburtsdatum. Geburtsdatum, ne? Also ist alles inklusiv. Dann haben wir dann überall sogar am Strand Internet. Am Strand auch, ja? Und das ist auch alles inklusiv. Muss man nicht extra bezahlen, sowohl Tresor richtig und Internet. Richtig. Das hört sich ja gut an, ja? Da legen viele Leute auch immer sehr Wert drauf, Herr Nawjewan. Ja, tolles Zimmer. Tolles Familienzimmer hier im Similia Beach. Das Hort Hotel in Abrinsecchi. Und jetzt zeigen wir uns noch ein Zimmer hier. Dieses Zimmer ist ein kleineres Zimmer, also Familienzimmer sozusagen. Ja. Für zwei Erwachsene und zwei Kinder ist das Zimmer geeignet. Das können wir uns auch mal anschauen. Das soll ein bisschen kleiner sein. Ein normales Standardzimmer. Das ist also ein Standardzimmer. Richtig. Ne? Ja, ist auch schön. Für drei Personen ist dieses Zimmer geeignet. Für drei Personen? Richtig. Also, ihr habt hier zwei Sorten von Zimmer. Wir haben. Es gibt ein Familienzimmer, wie wir eben geguckt haben. Ja. Es gibt ein kleineres Familienzimmer. Da gibt es halt, wie gesagt, ein Friendsbett und für die
Kinder, zwei Betten. Das ist ein normales Standardzimmer. Ja. Wir haben Kategorien mit seitlichem Mehrblick, mit Mehrblick, Familienzimmer, drei dann sogar halt. Das ist ja schön. Und Ökonomiezimmer haben wir dann auch. Habt ihr auch alles da, richtig. Ne? Hier hat man auch einen großen Balkon. Und deine Nachbarn sind voll am Renovieren hier. Richtig. Den ganzen Winter, ne? Das Nachbarhotel ist in der Renovierung, schon im ganzen Winter. Das Dragon Hotel, gleich neben dem Sevilla Beach. Hier mit dem tollen großen Balkon. Hier brauchst du ja keine Klimaanlage, so kühl ist es hier. Sieht schön, toll, ne? Winter. Das sieht wirklich sehr schön. Also auch hier ein tolles Zimmer. Mhm. Herr Naujuan, was du hier zu zeigen hast. Ich meine, wenn man im Urlaub ist, die meiste Zeit verbringt man ja natürlich nicht im Zimmer. Aber wenn dann Schluss ist, wenn man schlafen geht, soll das auch natürlich gemütlich sein. Hier hast du auch eine Minibar. Ist das gleiche? Ist auch das gleiche. Richtig. Wie in jedem Zimmer drin. Kofferplatz, Kaffee, Tee. Alles steht bereit für die Gäste, die hier im Similia Beach Resort und Spa in Evrensechi sein sollten. Also ich bin beeindruckt von deinen Zimmern, Dankeschön. Vom Hotel im Allgemeinen bis jetzt. Danke. Ich habe auch schon viele Hotels gesehen. Ja. Ich habe auch schon viele Hotels vorgestellt hier bei einem Teil des hier der Livestream. Und hier ist auch mal das Bad. Und wenn natürlich immer wieder tolle Hotels hier in Zielumgebung sehen will, nicht vergessen, die Seite an Teil des Livestreams zu abonnieren. Hier ist auch immer das Bad. Im Similia Beach. Das ist unser Sporthotel. Alles auch sehr herzlich vorbereitet. Bei manchen Standardzimmern haben wir natürlich zwei Einzelbetten. Halt, ne? Ja. Nicht, dass wir alle so Zimmer haben, sondern gibt es auch zwei Einzelbetten. Tolles Zimmer. Ja, und dann schauen wir uns mal deine Geschäftsseite an, die Geschäfte im Hotel, den Sparbereich, den Poolbereich, den Strandbereich. Gucken wir mal viel zum Anschauen hier bei dem Hotel. Und heute hast du auch türkisch Night, richtig? Heute Abend, richtig. Wir sind heute Abend nochmal hier in diesem Hotel. Also wer später, so circa ab 18 Uhr, werden wir hier wieder live sein im Similia Beach Resort und Spa. Und dann zeigen wir euch hier die türkische Abend in dem Hotel. Was sie sich alle für Mühe geben, um das Essen vorzubereiten, hier im Similia Hotel. Der Herr Yilmaz, der Herr Naujuan. Danke. Wir zeigen uns dann heute nochmal den türkischen Abend. Also es gibt heute zwei Hotels vom Similia Beach Hotel. Von daher auch später nicht vergessen, das zweite Video anzuschauen, mit dabei sein, was uns hier der Herr Naujuan heute vorstellt. Und natürlich, wenn jemand irgendwelche Fragen hat, Sorgen hat oder etwas benötigen sollte im Hotel, kann sich immer an den Herrn Naujuan noch wenden im Hotel. Das ist wieder ein Restaurant. Hier ist Hauptrestaurant. Ja, da können wir mal kurz reinschauen, wie es kommen wir heute Abend, wenn es vorbereitet ist. Kommen wir hier nochmal her. Heute Abend gibt es ein Video mit dem ganzen Detail vom Restaurant, das hier dann auch fertig sein wird. Man sieht, dass jetzt schon die Vorbereitung losgeht für den türkischen Abend heute im Similia Beach Resort und Spa Hotel. Also hier.
heute Abend ist dann hier alles vorbereitet. Aber du hast keine türkische Flaggenhemd heute an, ne? Ja. Aber ein tolles Restaurant. Sehr ansprechend. 18.30 Uhr geht es los mit Abendessen bis 20.30 Uhr. Genau. Sehr schön. Von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr kann man hier im Familia Resort und Sparhotel was essen. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen und Schülern zu zeigen, was einen erwartet, wenn man hier ins Familia Beach Resort und Sparhotel in Ebrenzeki überlegt, das Hotel zu buchen. Also es ist ein tolles Hotel, hier direkt zentral gelegen, direkt am Strand in Ebrenzeki, in der Hochburg für die deutschen Urlauber in den letzten 10 Jahren. Und hier sind wir jetzt. Hier hast du keinen Einkauf. Drüben haben wir Sauna, Hammer. Hier hast du auch eine Shoppingmeile. Jawohl, Geschäften. Da hast du auch alles da. Man sieht hier Supermarkt, Silberladen, Arzt, Doktor, Coiffeur, Taschenladen, Boutique und Optiker. Und ein Sparbereich hast du auch hier. Ja. Und da oben ist die Terrasse, wo wir vorhin schon waren. Nochmal hier im Sparbereich schauen. Sauna der. Im Sparbereich. Haben wir auch hier einen großen Sparbereich. Sieht ja toll aus hier. Zum Relaxen, die Massage. Die Strandhandtücher gibt es auch hier? Richtig, wir geben oben an der Rezeption Karten. Mit den Karten kommen die Gäste einfach hier. Gegenkarte bekommen sie halt Handtücher. So, okay. Und hier ist auch ein Fitnessbereich. Fitnessraum, richtig. Hier ist einmal der Fitnessraum. Im Similia Beach Resort Hotel. Vollkommen. Ausreicht, man hat ja alles da. Die Relaxräume, einmal der Innenbereich. Und der Außenbereich für den Sommer. Dampfbad, Sauna, Hammam-Bereich. Hammam ist ein bisschen kalt, kannst du durch Aufnahme machen. Okay, jetzt schauen wir uns mal hier den Hammam an. Der hat gesagt, es ist kalt, hier ist es richtig warm. Ja, ich will es ihm gleich. Ja. Hier sieht man den Hammam-Bereich. Auch sehr schön. Wenn Sie möchten, können Sie auch einen Massageraum, kann ich Ihnen auch zur Verfügung. Sehr gerne, ein Massageraum, zeigt uns der nette Herr auch hier gerade. Ein Massageraum. Das sieht auch sehr entspannt aus, wenn man hier liegen sollte und sich massieren lässt. Hier habe ich noch einen VIP-Raum. Einen VIP-Raum haben sie auch zu bieten. Richtig zum Entspannen. Ja. Hier kann man auch zu zweit massiert werden.
im Semilla Beach Resort und Spa Hotel im Spa-Bereich. Auch mit Duschkabine, WC, alles hier dabei. Im VIP-Massageraum im Semilla Beach Resort und Spa Hotel. Schon groß und freundlich aus, der Spa-Bereich. Hallenbad? Hallenbad. Das ist auch hier, ne? Und hier hast du jetzt Ice Cream? Richtig. Ice Cream. Das ist die Patisserie. Hier. Kaffee Zeit, halt. Kaffee Break. Kaffee Break. Waffeln. Jawohl, Waffeln. Also, Mann. Die Patisserie. Hier frische Waffel. Das sind wieder die Schlusswort im Spa-Hotel. Wir haben 15:15 Uhr. Und dann sieht man hier, soll das vorbereitet wird. Zurzeit haben wir von 15 bis 18 Uhr Kaffeezeit. Ja. Das kann sich aber halt ab nächsten Monat ändern. Das kann man, ne? Und Bücher hast du auch hier zum Lesen? Bücher haben wir auch hier oben an der Rezeption haben wir auch. Da sind wir hier zusammen. Einmal, ja. Hallo. Hier einmal Bücher. Und dann hast du hier noch eine Bar. Die Lounge Bar. Ja, vorne. Ja. Hallo. Von wann bis wann? Zum Hallenbad. Zum Hallenbad nochmal, ne? Okay. Lunchbar von 10, vormittags von 10 bis 24 Uhr. Die Lunchbar. Richtig. Und hier? Hier haben wir Hallenbad. Hallenbad ist hier. Okay. Das ist dann à la carte. Das ist aber auch warm hier. Im Hallenbad. Hallenbad in Semilla Beach. Aber groß das Hallenbad. Ja. Und das ist hier eine Bar. Lounge Bar. Das ist die Lounge Bar, die hat von 10 bis 24 Uhr auf. Hat uns der Herr Energy One gerade mitgeteilt gehabt. Das sieht man auch hier. Die Getränke. Und da sieht man auch den Barkeeper. Hier in der Lounge Bar. Und à la carte Restaurant hast du auch da? Ja, ist aber gerade zu. Ist zu, ne? Ja. Können wir auch mal reinschauen, aber, ne? Ja. Auch wenn es zu ist, aber dass man eine Vorstellung hat, wenn man schon hier ist, kann man sich das anschauen. Das Olive, à la carte. Hat das mit Italienern zu tun? Richtig. Ja, ne? Italienisches à la carte Restaurant. Und wann macht das auf? Ab nächsten Monat. Ab April, ne? Wenn es wieder losgeht, richtig. Also wir sind hier noch in der Wintersaison, an alle Leute, die sich das Video gerade anschauen und noch anschauen werden. In der Saison zwischen April und November sieht es natürlich hier ganz anders aus. Und dann schauen wir uns das Hotel nochmal an. Mhm.
Das ist gerade die Wintersaison. Man sieht, dass es auch gut besucht ist, sehr freundlich ist, alles sehr gut vorbereitet ist und dass auch so gut eigentlich außer das à la carte Restaurant alles auf hat. Ja? Von daher in der Wintersaison das Hotel Semilia Beach Resort und Spa Hotel. Wir haben zwei Stück. Du hast da noch ein à la carte Restaurant. Bonsai. Ja. Insgesamt drei à la carte haben wir. Drei Stück habt ihr, ne? Hier ist einmal das Bonsai à la carte Restaurant. Chinesisch. Der Beach. Chinesisch. Das hat auch zu. Ja. Ne, alle der à la carte Restaurants haben zu. Im Sommer kann man draußen schön sitzen und das à la carte dann genießen. Das hört sich ja gut an. Das schauen wir uns dann nochmal im Sommer an. Dann gehen wir mal hier raus auf den Hof zum Pool und mal schauen, was uns da erwartet. Hier war gerade die Shoppingmeile, Hammam, Spa-Bereich. Also ich finde, das Hotel ist schon ganz schön kompakt. Man hat es überall hin gleich ganz nah. Nicht so eine riesengroße Anlage, sondern mehr angenehm, freundlich, kompakt, wie gesagt. Und dann sind wir jetzt hier im Poolbereich. Und das ist hier mal der Pool vom Semilia Beach Resort und Spa Hotel. Ich habe hier Silvester gesehen gehabt, dass es hier eine ganz tolle Party hatte. Richtig, das Silvester, da hat man ja auch gesehen, das Ganze, da war hier alles. Ja. Mit kleinem Feuer und alles. Ne? Richtig gut gefeiert haben sie das. Ja, richtig gut gefeiert. Dann gehen wir mal in die Richtung. Ne? Wie bitte? Gehen wir mal so einmal rum. Mehr. Zum Poolbereich. Hier ist doch Mini-Club. Mini-Club. Gut für Kinder. Sprechen noch Deutsch im Mini-Club? Die sprechen alle Deutsch, richtig. Sehr schön. Alle Mütter können Deutsch sprechen. Hier auch rutschen. Die Vitaminbar warst du auch da. Mhm. Rutschen. Der Beach von außen. Und hier ist deine Arena. Die Semilia Arena. Hier hast du eine Animationsshow, richtig? Richtig, richtige schöne Animations werden stattfinden im Sommer. Echt? Hier ist die Arena, wo auch die Animation läuft. Einmal das Semilia Hotel von der Perspektive aus gesehen. Und das ist hier ein Kinderpool. Richtig. Weil zurzeit keine Kinder sind. Zurzeit haben wir keine Kinder. Und bald sind die Osterferien. Ja.
Dann ist es auch, ne? Wir erwarten dann alle Kinder hier rüber. Natürlich mit Familien. Natürlich. Was ist hier? Hier ist Pulver. Pulver. Ja, da auch zu. Ist gerade zu. Ja. Hat auch ab nächsten Monat auf. Richtig. Dann schauen wir uns das nächsten Monat nochmal an. Und das Hotel ist auch direkt an der Promenade und auch direkt am Strand. Das ist hier mal die Poolbar, aber das gehört wie gesagt außer Betrieb. Ab nächsten Monat, ab April, hat die auf. Das ist hier Simile Beach. Der Ausgang zum Strand. Und man sieht hier, dass man direkt an der Promenade ist. Mhm. Wenn man in die Richtung geht, kommt man gleich zum Hafen. Da sieht man nochmal die Schildkröten in der Früh. Bis ca. 11 Uhr. Ist von hier gute 200 Meter entfernt, richtig? Ungefähr? Höchstens. Höchstens, ne? Von hier aus 200 Meter rechts ist die Schildkrötenbrücke. In die Richtung kommt man bis nach Kumköy. Man sieht auch hier ein tolles Katzenhaus, wo auch eine Katze gerade drinnen schläft. Katzen habt ihr auch da? Ja. Sehr schön. Jede Menge Katzen haben wir. Und das ist hier deine Beachbar? Ja, wir machen halt vom Hotel Tür aus 30 Schritte, dann sind wir dann schon am Strand, halt ganz nah am Strand. Was will man mehr? Man geht raus über die Promenade und dann ist man hier gleich am Beach Club, an der Beachbar von Senevia Beach in Evrenzeki. Von bis wann hat hier die Bar auf? Gerade ist es von 12 bis 18 Uhr. 12 bis 18 Uhr. Und hier gibt es auch Mittagessen. Hier nichts, nur trinken. Nur trinken. WC, alles auch hier, direkt am Eingang. Herren, Damen. Und das ist hier die Beachbar vom Similia Beach Hotel. Und ihr habt hier auch einen tollen Strandabschnitt. Ja. Hier gibt es ja keine Felsen, keine Platten, keine Steine. Richtig. Ein Bademeister hast du auch immer hier. Ja. Hier kann man auch vorne im Garten sitzen. Hier gleich. Und man sieht, dass hier auch die Liegen da sind. Auf der linken Seite haben wir einen Kinderspielplatz. Kleines, feines. Ja, klein, aber fein, wirklich. Da freuen sich die Kinder, wenn man da rutschen kann. Und das ist hier der Strandbereich vom Similia Beach Resort und Spa in Evrenzeki. Den Strand direkt haben wir schon in ganz, ganz vielen Videos vorgestellt und das werden wir noch öfter machen. Aber hier hat man jetzt den tollen Strandbereich gesehen vom Similia Beach Resort und Spa Hotel. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um vielen Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man hier ins Similia Beach Resort und Spa Hotel kommen sollte. Und man hat auch gesehen, dass sich in dem Hotel viele oder alle
sich große Mühe geben, sowohl von Security bis zum Beachboy hier. Also jeder gibt sich sehr große Mühe. Von daher, wer auch schon mal hier in dem Hotel war und zufrieden war, bitte bei Holiday Check auch eine gute Bewertung für das Hotel schreiben. Das ist ganz wichtig für ein Hotel. Man sieht, die geben sich wirklich sehr viel Mühe, um die Gäste alle zufriedenzustellen, einen Top-Service zu geben, um auch die schönsten Tage im Jahr für die Person die schönsten Tage sein lassen im Urlaub. Da geben sich alle große Mühe für. Von daher nicht vergessen, bei Holiday Check auch eine positive Bewertung für das Hotel zu schreiben. Denn damit kann man ein Hotel sehr unterstützen. Und da sind wir jetzt vom Strand aus wieder hier in der Hotelanlage. Also man ist hier direkt am Strand. Man kann hier am Pool gehen, 30 Meter weiter direkt an den Strand gehen. Mal das Similia Beach Hotel, was hier aus 4 Blöcken entstanden ist. Entsteht. Wir haben uns heute 2 Familienzimmer angeschaut. Die Rezeption, die Lobby, das Hammam, Poolbereich, die Bars, die à la carte Restaurant, den Hallenbad. Wir haben uns eigentlich das Gesamthotel heute jetzt angeschaut, ne? Richtig. René Giovanni, wir sind soweit. Sind wir dann durch. Ja, und dann, also wie gesagt, später zeigen wir noch hier den türkischen Night, den türkischen Abend. Ich denke mal so ab 17.30 Uhr, 18 Uhr türkische Zeit. Wir haben immer noch 2 Stunden Unterschied zu Deutschland. Dann habt ihr bei euch ca. 16 Uhr. Und das Video wird natürlich auch abgespeichert, das kann man sich immer wieder hinterher anschauen. Das wird auch bei YouTube hochgeladen. Das kann man sich auch bei YouTube anschauen. Das Similia Beach Resort und Spa Hotel in Evrenzeki. Hoch. Ja, und dann sind wir hier wieder an der Rezeption angekommen. Wir sind hier wieder da, wo das Video angefangen hat von uns. Wir sind ja hier gleich reingekommen, gleich bei der Rezeption gewesen. Und hier ist dann wieder der Ausgang. Ja, Herr Novjuan, das war heute unser erstes Video. Ja. Wir machen ja später noch eins vom türkischen Abend. Ne? Also ich bin sehr beeindruckt von deinem Hotel. Es ist ein tolles Hotel. Dankeschön. Wir haben uns eigentlich soweit alles angeschaut. Man hat gesehen, es ist alles sehr nah zu Fuß erreichen, auch direkt am Strand, was will man mehr. Vergiss auch nicht, das Video zu teilen und auch später wieder beim anderen Video dabei zu sein. Bis dahin, wie gesagt, herzlichen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und wir möchten uns dann von hier aus verabschieden. Wir danken euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Und bis später, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.